Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich werde immer wieder nach günstigen Alternativen bei Stiften gefragt und ich probiere natürlich gerne für euch diese Alternativen aus. Und jetzt sind die Sena Color Stifte dran. Die Sena Color sind relativ günstige Sets, die man sowohl über Amazon als auch über die Website erwerben kann. Und was die meisten so anzieht, ist eben die große Anzahl an Stiften für einen relativ günstigen Preis. Fangen wir mal mit den Buntstiften an. Die Buntstifte gibt es in Packungen von 72, 120 und 160. Wobei die Stifte sowohl in so Plastikpackungen als auch Metalldosen gekauft werden können. Und das 160er Set gibt es in dieser wunderschönen Box, die mich so ein bisschen an die Prismacolors erinnert. Es gibt in der Box vier Trays, die man hier an den Seiten rausheben kann. Die Trays sind relativ stabil, lassen sich auch gut rausheben. Die Farbauswahl ist hier im Deckel der Box einmal wiedergegeben. So wie ich es sehen kann, sehr viele rosa und pinktöne, rot, orange. Eigentlich ist da alles dabei, was man braucht. Ich meine, bei 160 Stiften sollte da eigentlich nichts fehlen. Was mir aufgefallen ist, dass dieses Set auch einige Metallic-Stifte hat. Nicht nur typisch Gold und Silber, sondern auch Farben wie Lila, Pink oder Grün. Diese Metallic-Stifte sehen von außen soweit richtig hübsch aus. Zu den Stiften an sich. Eine Millimeteranzahl konnte ich jetzt nicht finden, aber sie fühlen sich an wie reguläre dünne Buntstifte. Nicht sonderlich dick, aber auch nicht wirklich dünn. Der Markenname, die Farbkennung, hier Sea Green, und eine Farbnummer sind auf dem Stift zu finden. Ich habe hier das Buch World of Flowers von Jenna Bassford und ich habe hier schon mal einen kleinen Test gemacht. Ich habe die Stifte auch in anderen Büchern offscreen ausprobiert und habe schon eine feste Meinung, aber wir probieren zusammen aus. So, ich habe mir hier einige Farben ausgesucht, so dass man wirklich so ein bisschen von den Rot-, Orange- und Grüntönen was testen kann. Weil manchmal ist es schon so, dass die unterschiedlichen Farben sich anders anfühlen. Orange- und Gelbtöne sind meistens weicher, Grüntöne sind manchmal ein bisschen härter. Ich habe auch die Stifte angespitzt und muss sagen, dass beim Anspitzen mir keine Mine abgebrochen ist. Ich habe noch andere in dem Set angespitzt, ich glaube so um die 15 Stifte, und mit dem Anspitzen hatte ich wirklich keinerlei Probleme, was mich überrascht hat. Aber positiv überrascht natürlich. Zu dem Malen an sich. Ich habe direkt gemerkt, dass die Stifte ein schlechtes Pigment haben. Anders kann man es nicht sagen. Sie sind sehr, sehr hell. Und auch wenn man versucht, mit mehreren Farbschichten oder dollerem Drücken die Farben intensiver zu kriegen, bekommt man es wirklich nur mit Arbeit und sehr bedingt hin. Und das hat nichts mit dem Papier zu tun. Ich habe es auf unterschiedlichem Papier getestet. Druckerpapier, drei verschiedene Malbücher und ich hatte überall das gleiche Ergebnis. Die Farben sind eben nicht stark pigmentiert, fühlen sich sehr kratzig und rau an und ich finde es nicht angenehm, mit ihnen zu malen. Um ganz ehrlich zu sein. Mein Neffe hat dieses Set bei mir gesehen und war sofort begeistert, so viele Stifte auf einen Haufen zu sehen. Und ich habe ihm das Set auch versprochen, wenn ich mit der Review durch bin. Aber wirklich mit einem schlechten Gewissen, weil ich das Set ehrlich gesagt noch nicht mal meinem Neffen schenken würde. Obwohl er vielleicht nur hier und da ein bisschen für die Schule malt oder eben zu Hause als Freizeithobby. Das Mischen der Farben ist in Ordnung. Also man merkt schon, dass die nicht ineinander gleiten, sondern dass man die unterschiedlichen Pigmente auf dem Papier auseinanderhalten kann und sehen kann,
wo rot und wo orange gemalt ist. Ich habe hier jetzt ungefähr 2 bis 3 Farbschichten auf dem Papier und ich habe auch nicht allzu fest gedrückt. Und wenn ich jetzt versuche, mehr von dem Rot aufzutragen, geht das fast gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich über Plastik male. Der Grund, warum günstigere Stifte eben günstig sind und nicht so gut malen, ist, dass mehr Füller genommen wird als Pigment. Das heißt, es wird mehr Plastik in der Mine verarbeitet als wirklich Farbe. Und so werden eben günstigere Stifte eben günstig hergestellt. Ich habe mich vorher über die Stifte informiert und auch ein bisschen nach den Meinungen gefragt. Und ich muss sagen, sowas ist immer schwer einzuschätzen. Viele, die eben keinen anderen Vergleich haben und nur diese Stifte kennen, finden die Stifte gut und kommen damit gut klar. Andere, die eben eine Vielzahl von Stiften haben, so wie ich zum Beispiel, und den Vergleich zwischen gut und schlecht haben, die merken direkt, dass die Stifte nicht gut sind. Bei den Grüntönen muss ich auch hier sagen, dass die Farbgebung zwar okay ist, ich kann die Farben auch okay mischen, gefallen mir besser als eben die Rot- und Orangetöne, aber auch hier finde ich es etwas beschwerlich. Gerade wenn ich hier die Ecke noch ein bisschen andunkeln möchte, geht das eigentlich kaum mehr, obwohl ich vielleicht 2 Schichten an Farbe drauf habe. Auch sieht das Bild nicht sehr glatt aus, sondern irgendwie ist der Farbauftrag so krümelig. Ich kann es nicht ganz sagen. Irgendwie ist er nicht so glatt und gleichmäßig, wie ich es eben von anderen Stiften gewohnt bin. Sogar die Castle Art Stifte schneiden hier definitiv besser ab als die Sena Color. Wenn ihr Erfahrungen mit diesen Stiften gemacht habt, bin ich gespannt, davon zu hören. Ich kann sie nicht weiterempfehlen. Ich kann sie wirklich nicht weiterempfehlen. Ich finde die Farben zu wenig pigmentiert. Ich finde es schwer, damit zu malen. Ich finde auch das Endbild nicht schön und kann leider nur sagen, keine Empfehlung von mir. Überhaupt nicht. Noch nicht mal für eure Kinder. Ich glaube, das würde ich eher vom Malen abschrecken. Es tut mir leid. Und falls sich jemand für die Metallic-Farben interessiert, auch hier leider eine Enttäuschung. Sie sind sehr trocken und kratzig und lassen sich auch nur sehr schlecht auftragen. Und auch der metallische Schimmer ist hier eigentlich nur bedingt vorhanden. Also auch hier leider ein Nein, wer sich wenigstens Metallic-Stifte erhofft hat. Zu den Aquarellstiften. Die Aquarellstifte gibt es nur in einem 72er-Set, sowohl in so einer Plastikverpackung als auch in dieser Metalldose. Einen Pinsel gibt es hier auch gleich mit drin, den ich allerdings nicht ausprobiert habe. Die Stifte an sich sind in, das lässt sich etwas schwerer rausheben, in 3 Trays sortiert. Und ich hätte es lieber, wäre die Dose ein bisschen größer, dass man nicht immer wieder diese kleinen Trays hier rausheben muss. Aber das haben die meisten Sets in Metalldosen, also hier kein wirklich negativer Punkt, weil das bei sehr, sehr vielen Sets der Fall ist. Bei diesen Stiften gibt es keine Farbbenennung, also keinen Farbnamen, nur eine Farbnummer. Der Hinweis, dass es Aquarellstifte sind und eben die Marke hier vor. Die Stiftdicke ist die gleiche. Auch hier hatte ich beim Anspitzen keine Probleme. Das hat auch super funktioniert, was mich auch wieder überrascht, weil Aquarellstifte dazu neigen, etwas weicher zu sein und öfter zu krümeln als normale Buntstifte.
Die Stifte sind vom Auftrag wesentlich weicher und ein bisschen cremiger und nicht so trocken und kratzig. Und ich habe das Gefühl, dass ich hier viel mehr Pigment bekomme als bei den normalen Buntstiften. Also schon mal viel angenehmer auch in dem Auftrag. Ich glaube, ich würde eher diese Aquarellstifte auch als Buntstifte verwenden als die wirklichen Buntstifte. Auch das Ineinanderblenden der Farben klappt hier viel, viel besser. Aber leider ist auch hier ungefähr bei der dritten Schicht vorbei mit dem Blenden, weil die Farben eben ein bisschen weicher sind und somit wahrscheinlich die Poren des Papiers schneller verstopfen und man keine Farbschicht mehr drauf kriegt. Das Lösen des Pigments klappt bei den Stiften erstaunlich gut. Man hat es oft bei günstigeren Stiften, dass man hinterher noch diese Buntstiftlinien sehen kann, wo vorher die Farbe aufgetragen wurde. Aber hier löst sich die Farbe vollkommen und das Pigment ist auch nicht hell nach dem Trocknen. Also ich bin positiv überrascht und muss sagen, dass sich die Stifte eigentlich empfehlen kann, wenn jemand nach günstigeren Aquarellstiften sucht. Meine Empfehlung Nummer 1 bleibt immer noch die Mondolé-Stifte von Kohinoor. Die Aquarellstifte sind wirklich richtig gut, aber auch das hier ist eine gute Alternative. Das Set gibt es leider nur in 72 Farben, aber gerade bei Aquarellstiften kann man sehr, sehr leicht neue Farben mischen, weswegen 72 Farben eigentlich ausreichend sein sollte.
Das Grün hat sich jetzt ein bisschen schwerer auftragen lassen und auch nicht so tief vom Pigment her wie eben das Rot und das Orange. Aber dennoch sind auch hier die Farben in Ordnung, wenn auch leicht verdünnt. Ich habe mir noch mal ein Blau und ein Lila rausgesucht, weil mich das Grün jetzt doch etwas verunsichert hat. Also das Lila ist sehr, sehr weich, auch sehr, sehr stark pigmentiert. Das Blau ebenfalls. Wie ich vorhin schon gesagt habe, der Farbauftrag kann sich sehr oft von den Farben unterscheiden. Das habe ich schon auch bei anderen Sets, bei den teureren und günstigeren Sets bemerkt. Ich weiß, ich habe nicht sehr viel Zeit in die Bilder investiert. Normalerweise male ich ein bisschen mehr. Aber ich habe offscreen in verschiedenen Malbüchern rumprobiert, in der Hoffnung, dass es wirklich nur am Papier liegt. Aber ich kann ganz ehrlich sagen, es liegt nicht am Papier, es liegt an den Stiften. Die Buntstifte sind wirklich nicht gut. Die Qualität ist schlecht. Das Pigment ist zu schwach. Man arbeitet mehr, um Farbe aufs Papier zu kriegen, als wirklich an dem Bild zu malen. Und ich kann nur sagen, dass ich es nicht empfehlen kann, diese Stifte zu kaufen. Ich bin zwar gespannt, was diejenigen sagen, die vielleicht schon ein bisschen länger damit arbeiten, aber nichtsdestotrotz ist das ein Set für mich, das ich keinem empfehlen würde. Die Aquarellstifte waren okay. Die Rot-, Orange- und Gelbtöne waren in Ordnung. Ich habe jetzt noch einige Blau- und Lila- und Pinktöne ausprobiert. Die einzigen, die mir ein bisschen Sorge bereitet haben, waren die Grüntöne, die ein bisschen hell und auch etwas trocken und kratzig auf dem Papier waren. Wenn ihr ein anderes günstiges Set haben möchtet, kann ich euch die Kohinoor Mondolé Aquarellstifte empfehlen. Die sind vom Preispunkt her genauso wie diese Sena Color Stifte, aber dennoch qualitativ besser, weicher, sehr, sehr starkes Pigment und lösen sich auch wunderbar auf dem Papier. Deswegen kriegt dieses Aquarellset hier nur bedingt meine Zustimmung. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit der Review bei eurer Entscheidung helfen. Stifte zu kaufen kann manchmal schwer sein, gerade weil die Auswahl so groß ist. Aber diese Reviews sollen euch eine ungefähre Richtung geben und ich hoffe, dass ich euch somit bei eurer Entscheidung helfen kann. So, und dann vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!